Du darfst. Hallo und herzlich willkommen zur Küchen Lego-Unterhaltung. Nach Diskussionen haben wir es erstmal so gelassen. Mhm. So. Weil Stress machen. So, Titel Nummer 13. Yes. Vorletzte schon. Ja, geht flach heute, ne? Das ist halt ja, geht wirklich gut. Obwohl wir lange nicht mehr gebaut haben. Ach, das ist wie Fahrradfahren, glaube ich. Das hat klingt. Oh, hier ist schon wieder viele Dachschindeln. Ja, es geht ja weiter hier. Es ist ja nicht so. Ich dachte, wir bauen jetzt nur den Kamin und dann war's das. Ja, dann wird die Tüte aber kleiner, glaube ich. Ja, der kommt ja auch noch hier rein. Mal gucken, ob der passt. Na. Das Dach passt auch. Ja, aber das hier nicht. Doch, das passt. Rein. Ja, irgendwie, aber nicht so, wie wir es gemacht haben. Doch, das passt. Oder du darfst weitermachen. Ja, ich bin sofort. So, und ich rede über die Ausbildung der Ritter. Ja, red mal über die ritterliche Ausbildung. Ausbildung zum Ritter. Für den Sohn einer adligen Familie war es eine große Ehre, Ritter zu werden. Dafür musste man eine richtige Ausbildung durchlaufen. Nur adlige Kinder, ja, das war gemein. Erstmal war man Page. Die Ausbildung zum Ritter begann schon im Alter von 7. Der Junge wurde als Page an einen fremden Hof zu einem Ritter geschickt. Dort sollte er vor allem Kraft und Geschicklichkeit erwerben. Der junge Page lernte reiten und mit der Armbrust zu schießen. Er übte den Gebrauch von Schwert, Lanze und Schild. Daneben erlernte er die höfischen Sitten, Singen und das Spielen der Lyra. Das war sehr aufwendig. Ne? So, dann als Knappe. Mit 14 Jahren wurde der Page zum Knappen befördert. Man spricht auch vom Schildknappen oder Pagen. Bei einer Feier wurde ihm sein eigenes Kurzschwert übergeben. Der Knappe wurde weiter ausgebildet und musste seinem Ritter Dienst tun. Er musste ihm sein Schwert tragen oder ihm helfen, die schwere Ritterrüstung anzulegen. Er musste die Waffen pflegen und sich um die Pferde kümmern. Er lernte aber auch tanzen, klettern und schwimmen. Hatte er Mut und Treue bewiesen, konnte er nun Ritter werden. Endlich Ritter! Mit 21 Jahren war die Ausbildung beendet. Und der Knappe wurde zum Ritter ernannt. In einer feierlichen Zeremonie wurden dem Knappen sein Schwertgürtel und sein Schwert übergeben. Das nennt man Schwertleiter. Im französischen Raum gab es schon ab dem 12. Jahrhundert auch den Ritterschlag, der im deutschen Gebiet erst ab dem 14. Jahrhundert in Gebrauch kam. Dabei kniete der Knappe vor seinen Lehrherrn. Dieser gab dem Knappen mit seinem Schwert einen leichten Schlag auf die Schulter, also links und rechts. Dann wurde dem Ritter sein eigenes Schwert übergeben. Erst ab jetzt durfte er dieses lange Schwert und die Lanze führen. Ja, 14 Jahre nur Ausbildung zum Ritter. Und die Rüstungen waren ja sehr schwer, die wogen ja so mal 15 bis 20 Kilo, die wir da so getragen haben. So nix. Oh, ja. Und man so in Schlachten denken, wie schwerfällig das dann alles war. Ja, das ist das Problem, ne? Die Schwerfälligkeit. Ja, 14 Jahre. Ganz schön lange, ne? Ja, wirklich. Wie lange hast du Militärdienst, bis du die erste Waffe kriegst? Das kriegst du ja schon eine Grundausbildung. Ja, siehst du. Eigentlich auch nicht richtig, wenn man das mal so in Verhältnis setzt. Ja, richtig. So, bitteschön. Ja, super, das ist nur hier dran. Ja, das ist jetzt dein Job. Weil ich mir gedacht habe, du denkst ja, dass das so cool ist, aber irgendwas passt da noch nicht. Nee, das passt auch nicht. Du musst es doch noch machen. Oder?
So, das zweite Dach. Zweite Dachphase. Yay. Was haben wir denn da? Das ist so einer hier. Da steht da so einer dran. Ja, als Kind denkt man immer, Ritter zu sein, das ist cool. Hatte zumindest einen Status. Ja. Er hätte nicht umsonst tanzen gelernt. Für die Damen bestimmt nicht unattraktiv. Zeig mir mal mit. Ja, es ist deins hier. Ja, ich bin ja schon dabei. So, umdrehen. Was soll ich damit sagen? Ja, was soll ich damit? Wie im Spiel Pirates damals. Wenn die Dame noch zum Tanz aufgefordert hat, bis der Gouverneur gesagt hat, oh, jetzt darfst du mein Mädchen heiraten. Mhm. Wenn er dann wollte. Mhm. Dreimal hell. Ja, wir haben ja dann auch damals Turniere veranstaltet. Tjosten. Heißen die so? Ja, Tjosten hat man ja die Lanzenretter dann genannt. Die Lanzen. Ach so. Und sich die Lanzen duellieren. Tjosten. Kann der Schmied schon mal die ein oder andere Lanze geschmiedet haben? Ja. Denke ich auch. Bitte schön. Jetzt übernimmst du den Part, den ich vorhin hatte. Fliesenarbeit. Noch keine Fliesenleger hier. Das ist ja Dachdecken. Ja, mehr Fliesenarbeit. Dachdeckende Fliesen. Fließdächende Decken. Oh nein. Machst du wieder alles kaputt? Natürlich, muss ich ja. Aufbauen kann ja jeder. Hm. Gibt es eine Anleitung zum Zerstören? Ja, genau. Anleitung zum Zerstören. Halbes Leben, wenn man das mal so bedenkt. Ja, wenn man das so bedenkt, ja. Bis 21, hast noch 10 Leben Ritter da sein. Alle guten Rückkehr. Und dann bist du in der Schlacht noch gestorben. Ja, wahrscheinlich. Ja, da gab es halt Belagerungstürme und dann diese Rammböcke und Katapulte. Und was haben wir heute? Eigentlich ist Krieg ganz schön feige geworden, oder? Ja, irgendwie schon. Damals war es wirklich noch, man stand sich gegenüber, Auge um Auge. Ja, teilweise auf freiem Feld, ja. Und heutzutage? Cyberkrieg. Kannst du auch 20 Kilometer Luftlöcher an mir schießen. Ach, 20 Kilometer. Und die halbe Weltkugel. Cyberkrieg. Sind die dunkel? Dunkel. Die dunklen sind dunkler. Was siehst du da sind dunkler? Ja, also man hat es nur als Vergleich so genau. Oh wow, ich darf 2 Steinchen setzen, das ist ja Wahnsinn. Besser ist gar nichts. Ja, ja, ja. Better than nothing. Oh. Oh, nicht so viel. Ich komme mit der Verantwortung nicht klar. Ach so, aber jetzt. Na, hau rein. Aber ich glaube, die andere Seite, ja, die hat. Noch eine Pause. Die hat ja keine Löcher. Ja, Pause ist schwierig. Ansonsten mache ich mir dann Notiz, dass das untermauert wird. Hallo? Ja, ihr müsst mich entschuldigen. Ja. Ist das Tüte 13? Ja, muss ich dann rausschneiden.
Was? Tüte 13? Ja, ist eine Tüte 13. Oder nicht? Habe ich was falsch gesagt? Nein. Ich verstehe die Aufregung nicht. Fliesen hier, so dachte ich gar nicht. Ja, das sieht man nicht, ob die hell oder dunkel sind. Doch. Dunkel, ne? Ob sie dunkel. Kannst du immer auf der Ecke setzen. Na, können Sie es mal blau? Lieber eine andere Farbe genommen. Gelb. Nein, das ist schon schön. Ja, ich finde das auch. Hat was vom Schlumpfhaus. Auch ein Schlumpfhaus aus Lego wäre auch noch was. Ja, da kommt das auch noch. Da ist aber rund, das ist der Punkt. Ja, ist rund, ja. Wo ist es denn? Okay, da stand was nicht. Ach so, Panda, du guckst, kann ich noch was vom Alltag sagen? Ja, erzähl mal was vom Alltag. Arbeit und Berufe. Während im Frühmittelalter Arbeit im Allgemeinen noch als niedrige Tätigkeit gesehen wurde und somit auch nur vom dritten Stand verrichtet wurde, entstanden im Hoch- und Spätmittelalter ehrbare Berufe. Die Handwerker und Händler waren dann durchaus angesehene Leute und schlossen sich in mächtigen Gilden zusammen. Ja, da wurde das Leben angenehmer. Da begann der Kapitalismus. Ja, richtig. Du sagst es. Du sagst es. Du hast noch keinen Namen dafür. Ja, ganz früh beginnt das schon. Aber du musst dir überlegen, da hatte Arbeiten einen schlechten Ruf. Also ja. Nicht zu arbeiten war deutlich mehr angesehen als zu arbeiten. Ja, irgendwas ist passiert. Weil man ja dann auch einen Hof, ein Gut hatte, wo man eh alles selbst angepflanzt hat und so. Ne? War irgendwas falsch. Back to the roots. Back to the roots. Also, ich hab Töpfchen anpflanzen. Wo ist denn noch? Hä? Das ist irgendwie falsch. Guck, das ist ein Gekleid, aber. Naja, was hast du gemacht? Was hast du kaputt gemacht? Irgendwo ist ein Fehler, aber nicht schlimm, das kann man ja. Seit wann bist du so? Ist ja nicht schlimm. Letztes Mal im Auto, jetzt müssen wir mal gucken. Und jetzt? Ist halt ein Fehler. Passiert. Ja, ist ja nur das Dach. Das behauptest du schon, seitdem wir mit dem angefangen. Nicht, dass der weggeht. Ich glaube, das muss getauscht werden. Oh nein. Die sind beide dunkel im Übrigen, ja. Die unteren. Die oberen sind beide hell. Du siehst ja, das ist okay. Oh, er hat es wieder nicht gesehen. Ich hab da mehr Probleme, ja. Echt? Also nein, also mit der Anleitung, dass es was hell ist und was dunkel und so, ne, natürlich nicht. Ja, hätte sein können, irgendwie. Jetzt nicht farbenblind oder so, aber es gibt ja so Sachen, wo man Probleme mit Kontrasten hat oder so. Ja, alles. Also lass die Klappen dran machen. Ich darf die Klappe halten. Nö, gar nicht mal. Das ist deine Sache. Da. Ja, das hat mit mir aber nichts zu tun.
Ja, aber. Ey! Mal gucken, wo das hingehört hier. Ach, da ist es. Die Abbildung finde ich echt klasse. Ja, die ist schön. Die ist richtig hilfreich. Dann merke ich das jetzt schon fresh. Tongam falsch gemacht, ja. So ist das, glaube ich, eher. Ja, das sieht gut aus. Komm auf! So, du darfst jetzt das dann zusammenbasteln. Gut, das nur zusammenstecken. Aber ich glaube nicht, das ist schon einfach. Ah, doch, da kommt aber noch was drauf vielleicht. Sollten wir vielleicht erstmal, bevor wir das Dach drauf legen. Vielleicht. Jetzt kommen wir nämlich noch dran. So, wieder zweimal. Dann einer noch? Ja, den brauche ich. Nein, einer. Ach so. Und einer, ja. Ja, den brauche ich doch auch. Scherzkeks. Wir bauen da zweimal dasselbe. Ja. Tja, das kann nicht wahr sein. Irgendwo ist es ein Fluch drin. Hast du das mit durch ihn geschossen vorhin? Nein. Das hast du. Ja, aber da liegt noch einer. Oh, ein Einer. Jetzt kann ich noch mal gucken hier. Das ist ja komplett falsch, was ich hier mache. So, das kommt jetzt hier mittig drauf. Genau so wie der hier. Aber so viel Kachel noch übrig? Ja, hier, also hast du welche vergessen. Habe ich was vergessen? Na, guck mal. Der Kochtopf. Ja, das stimmt, da sind noch so ein paar. Also, jetzt bin ich bis zum Ziel, das was nicht stimmt. Machen wir erstmal die Kacheln dran. Ich bin nicht mehr sicher, das was nicht stimmt. Oh nein. So, sieht schon viel besser aus. Und da fehlt noch der Graue. Manchmal sind die Teile so fragil, dass ich mich frage, ist das jetzt wirklich zum Bespielen? Weil, ja gut, in der Innen ist ja auch was los, sagen wir mal so. Das will man ja auch irgendwie. Dann will man ja abnehmen können, leicht abnehmen können und. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite. Wenn die Sachen teilweise so fragil sind. So wie das Dach jetzt? Ja. Aber bei so passt es wieder besser, ne? Aber so passt es auch. Interessant. Frage ist, wie ist es richtig? Ich würde es so ansetzen. Ja, genau. Dann ist das aber komplett kaputt. Ja, da haben wir wohl noch ein Problem vor. Ja, er will es nicht wahrhaben. Er will es nicht mehr haben. Nein. Cool, da haben wir noch Ritter. Ja, die kommen jetzt gleich. So, da würde ich sagen, wir schon bei der letzten Tüte gleich. Ja, stimmt. In der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss.